Jorge Villalba kommt aus Spanien und ist Maler. Für seine Art zu malen braucht er Ruhe, die er in Großstädten nicht findet, sagt er. Es ist noch nicht gut bearbeitet. Das muss man noch einmal alles unter Kontrolle kriegen. Es ist ein bisschen, es ist zu wild. Also jetzt möchte ich das ein bisschen poetischer malen. Seit 2011 lebt der Künstler mit seiner Familie in Tambach-Dietharz. Und das sieht man auch. Zum Beispiel diese Fahnen bei uns im Mittelmeerraum, vor allem wo ich herkomme, in Südostspanien, sind selten, sind sehr selten. Aber hier wachsen sie überall und ich bin fasziniert von der Architektur dieser Pflanzen. Malen ist sehr anstrengend. Es kommt darauf an, ne, wie man malt. Es gibt Maler, die sehr spontan und sehr organisch und wild arbeiten. Aber diejenigen, die sich sehr konzentrieren müssen, damit alles stimmt, das erfordert natürlich sehr viel Konzentration. Meine Schüler sagen mir, wenn sie mehr Unterricht haben, am Ende des Tages sind erledigt und können sehr gut schlafen. Jorge Villalba gibt Malkurse im nahen Gotha. Seine Bilder verkauft er europaweit. Die Bilder wirken perfekt und präzise. Sie erschaffen neue Geschichten durch eine Mischung von antiken und biblischen Mythen oder Märchen. Seine Kunst ist exotisch, aber auch irgendwie bodenständig. Für mich, was eine Rolle spielt, ist die Natur. Also ich mache fast jeden Tag meine Spaziergang bis ganz oben in der Talsperre und zurück. Das hält mich fit, nicht nur physisch, sondern auch geistig. Also als Spanier, das ist ganz wichtig. Ne? Die Spanier leben länger als die meisten Europäer, weil sie gerne einen Spaziergang machen. Doch Vorsicht, der Wald kann auch sehr finster sein. Die Band Eisregen ist davon fasziniert. Ihre Texte sind beeinflusst von Gruselgeschichten und Horrorfilmen.